Eine Woche lang kontrollierte die Kochumer Polizei mit Unterstützung von Beamten aus anderen Dienststellen Autofahrer auf Drogen und Alkohol. So wurden während der fünftägigen Aktion in verschiedenen Stellen im Kreis Kochum-Zell Kontrollen aufgebaut, bei denen Verkehrsteilnehmer genauer überprüft wurden. Polizeihauptkommissar Peter Schlüter. Ja, die Polizeiinspektion Kochum führt in dieser Woche hier eine Alkohol- und Drogenkontrollwoche durch. Bedeutet, dass wir von Dienstag bis einschließlich Samstag an verschiedenen Örtlichkeiten Fahrzeugführer kontrollieren im Hinblick auf Drogen und Alkohol am Steuer. So wie hier in Büschel nahmen die besonders geschulten Beamten die Fahrer genauer unter die Lupe, wie Einsatzleiter Schlüter berichtet. Ja, bei den Kontrollen der Fahrzeugführer wird insbesondere darauf geachtet, ob irgendwelche besonderen Auffallerscheinungen festzustellen sind. Bei Alkohol relativ einfach, die Alkoholfahne, die beim Fahrer eventuell zu riechen sein könnte. Bei Drogen ist das Ganze etwas komplizierter. Da müssen wir darauf achten, wie reagieren die Pupillen, wie reagiert der Fahrer im Ganzen. Ist er aufgeregt, zittert er, hat er schwitzige Hände. Und da sind die Kollegen genau darauf geschult, um bestimmte Tests mit den Fahrern durchzuführen, um herauszufinden, ob sie verkehrstüchtig sind oder nicht. Dass die Aktion der Kochumer Polizei begründet ist, stand schon wenige Stunden nach der ersten Kontrollmaßnahme fest. Ja, dass unsere Kontrollen hier wichtig sind und auch den einen oder anderen Erfolg bringen, das haben die letzten Tage schon gezeigt. Es wurden einige Fahrzeugführer festgestellt, die unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug geführt haben, aber auch unter Alkoholeinwirkung. Und zudem sind noch Straftaten aufgedeckt worden, wie Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren ohne Versicherungsschutz. Insgesamt wurden im Zeitraum der Kontrolle über 400 Fahrer überprüft. 7 davon standen unter Drogen- oder Alkoholeinfluss. Dreimal wurde Rauschgift gefunden. 4 Fahrzeugfahrer waren ganz ohne Führerschein unterwegs. Und über 140 Anzeigen, etwa wegen abgefahrener Reifen, Telefonieren am Steuer oder verbotenem Überholen, wurden erstattet.